und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Heute 100 Tage Überleben im verfluchten Haus. Das ist der Halloween-Special. Ich hoffe, ihr habt alle wunderbare Halloween und viel Spaß mit der Folge. Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner, ich, die Bürgermeisterin, habe Neuigkeiten. Nachdem heute Halloween ist, gibt es eine kleine Challenge. Haus Nummer 13 ist außergewöhnlich. Und wer es schafft, 100 Tage darin zu wohnen, bekommt einen Preis. 1 Million Euro! Oh mein Gott, Gwenny, siehst du das? Was? Im Fernsehen lief gerade ein Beitrag. Der Bürgermeister hat irgendwie eine weirde Challenge ausgeschrieben. Wenn du 100 Tage in einem Haus, keine Ahnung, was mit dem Haus falsch ist, überlebst oder wohnst oder was auch immer, dann kriegen wir 1 Million Euro. 1 Million! Wir können uns das größte Haus in der ganzen Stadt kaufen. Hä, da muss doch ein Haken sein. Ja. Also er hat gesagt, das Haus ist ein bisschen komisch. Aber was soll's schon sein? Er meinte, es ist wegen Halloween. Ich wusste gar nicht, dass unsere Stadt so viele Challenges hat. Das Haus ist doch verflucht. Papalapap, verflucht. Du glaubst auch an Geister, hä? Es gibt nichts Verfluchtes. Es ist nur für Horrorfilme ausgedacht. Und es in Wirklichkeit, gibt's weder Geister, noch irgendwie andere böse Sachen. Und verflucht, was soll schon passieren? Oh mein Ronja, ich mach mir Sorgen. Benny. Mach dir keine Sorgen. Erstens, unser Haus ist blöd. Zweitens, 1 Million Euro ist echt viel Geld. Und drittens, wir können 100 Tage in einem riesen Haus wohnen. Zu zweit, nur wir beide. Hm, du hast recht. Ja, sag ich doch. Komm, lass uns direkt rüberziehen. Tag 1. Oh mein Gott, das ist es. Guck mal, hier steht sogar mein Name dran jetzt, weil ich es gemeldet habe beim Bürgermeister. Du kannst die Tür schon mal aufmachen. Ronja, das sieht so creepy aus. Willst du mich veralbern? Guck mal, wie riesig das ist. Wir haben alles. Wir haben einen riesigen Fernseher. Guck mal, wir können unsere Lieblingsserie hier gucken. Wir haben eine Küche, in der wir nicht essen müssen gleichzeitig. Wir haben einen Keller. Mit einem Pool. Okay, gar nicht schlecht. Wir haben oben jeder unser eigenes Zimmer. Schau mal hier. Da sind Betten ohne Ende. Wir haben einen Computer. Oh mein Gott, ich bin die Treppe runtergestürzt. Au, wie hast du keine Angst? Denkst du, das mit der Treppe war komisch? Nein, oder? Das hat ausgesehen, als wärst du geschubst worden. Geschubst? Was soll ich denn geschubst worden sein? Wir machen uns jetzt den Kamin an und dann können wir uns ein paar Bücher vorlesen und uns eine heiße Schokolade machen und unsere erste Nacht in diesem wunderschönen Haus, was vielleicht aber auch nicht verflucht ist, genießen. Wie klingt das? Naja, ich meine, Ronja? Hast du das gehört? So ein bisschen rumpeln im Keller und heulen, hä? Mach dir keine Sorgen. Das ist sicher nur der Wind. Komm, lass uns was essen. Okay. Tag 25. Das Wetter ist schon gruselig. Ja, so ein Sauwetter. Guck mal, was da für ein Wind herrscht. Und ich glaube, es hat auch gerade geblitzt. Oh, ja, da war es schon wieder. Oh Mann, ich habe Angst. Hast du das gehört? Hat's bei uns gerade geklingelt an der Haustür? Ich will nicht aufmachen. Ach, mach dir keine Sorgen, was soll schon sein? Hier, hallo, guten Tag, kommen Sie einfach gerne rein. Oh, schau mal, die hat das gleiche Oberteil an wie du. Wer bist du? Ich wurde gerufen. Hä? Hast du jemanden angerufen? Das Oberteil habe ich selbst gemacht. Wie kann sie es auch haben? Ja, das ist ein bisschen komisch. Was möchtest du hier? Muss sprechen mit eurem Meister. Das ist mir zu creepy. Okay, Lady, Bitte gehen Sie. Wir wollen hier nicht irgendeinen Meister sprechen. Danke. Gehen. Ja? Gehen? Bitte gehen Sie? Hallo? Geh weg! Gehen. Ich meine, sie ist gegangen. Aber unangenehm. Was sollte das denn? Ronja, das war nicht gut. Mach dir keine Sorgen. Es liegt sicher nur dran an dem komischen Unwetter. Überleg mal, wir hatten bis jetzt ein paar Geräusche im Keller. Und jetzt halt das komische Gewitter. Aber ansonsten ist doch nichts passiert, oder? Ronja! Da ist noch wer! Hallo, Sir? Oh Gott, wir haben gar nicht abgeschlossen. Warum guckt er so komisch? Oder kommt einfach rein? Ladies, braucht ihr einen Arzt? Warum zur Hölle sollten wir einen Arzt brauchen? Gwenny, was ist hier los? Ich wurde gerufen. Ganz sicher nicht. Da ist schon wieder ein Blitz. Ich habe direkt reingeguckt. Au, meine Augen. Ich weiß noch nicht, was hier passiert. Mr. Arztmann, Sie können wieder gehen. Wir brauchen keinen Arzt. Alles ist in Ordnung hier drüben bei uns. Alles Paletti. Wo ist euer Meister? Was haben denn heute alle Leute mit unserem Meister? Ich habe keine Ahnung, von wem sie reden. Oh mein Gott. Gehen Sie raus. Raus jetzt. Ich schub's den. Raus. Der hat sich nicht gerade weggeportet, oder? Ronja, ich will nach Hause. Weißt du was? Pass auf. Ich schließe die Tür zu. Zack. Und jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wir legen uns einfach hin und bis morgen ist das Unwetter auch weg. Tag 50. Guten Morgen. Psst, Ronja. Hast du das gehört? Jenny, keine Sorge. Das ist nur der Wind. Das ist immer noch der Wind. Es hat geklungen wie Teller. Oh, stimmt. Warte mal.
Ich gucke dann in der Küche. Komm mit. Nicht, dass ich Angst hatte, alleine zu gehen oder sowas, weil eigentlich gibt's ja keine gruseligen Sachen oder... Oh mein Gott! Boo! Okay, lass uns wegrennen. Lass uns in den Keller gehen. Hilfe, ein Geist! Okay, keine Sorge. Wir haben uns das sicher nur ausgedacht. Warte, da ist schon wieder einer. Da steht noch ein Gespenst. Ist es der gleiche? Ist er jetzt unten? Oh nein! Hi, hallo, Geist, Gespenst. Was, warum, oh mein Gott, der schwimmt zu uns rüber. Was, hi, wir wohnen hier. Hast du vorher hier gewohnt? Buh, ich bin Sir Langusten. Warum bist du bei uns im Haus? Ich bin Ronja übrigens und das ist Gwenny von den Bergsteininseln. Schön, dich, sie kennenzulernen. Ich bin hier, um euch heimzusuchen. Buh. Gruselig. Okay, hast du Lust, ein paar Horrorfilme zu gucken mit uns? Wir wollten uns heute einen schönen Abend machen. Ronja, was machst du da? Ich lade nur unseren neuen Gast ein. Also, wie sieht's aus? Welchen Film? Haben wir noch gar nicht entschieden. Hast du Präferenzen? Guck, Gwenny. Der, natürlich mag der Horrorfilm. Es ist ein Geist. Ich weiß nicht so recht. Ach, mach dir keinen Kopf. Hier, Sir Langusten, komm einfach rein. Hier ist die Tür. Willkommen bei uns zu Hause. Hallo. So, komm, Gwenny. Tag 75. Ach, ein weiterer Tag. Oh, wir haben schon so viel geschafft. Oh, hi, Gwenny. Hi, Sir Langusten. Hi, Leute. Ronja, ich habe ein ungutes Gefühl. Warum das denn jetzt schon wieder? Guck mal, es ist schon Tag 75 und wir hatten bis jetzt noch nicht wirklich was Schlechtes. Wir haben einen neuen Freund. Irgendwas wird passieren. Irgendwas passiert gerade. Es hat schon wieder geklopft. Oh mein Gott, hallo. Oh, warte, das ist eine Hexe. Gwenny, machen wir da auf? Natürlich nicht. Du musst hier nicht immer direkt so negativ sein. Hallo, wir sind auch gute Freunde mit unserem Hausgespenst geworden. Lasst mich herein. Siehst du, sie ist jetzt eh drin. Hi. Ich werde euch verfluchen. Jetzt geht das schon wieder los. Okay, klar. Klar, verfluch uns. Aber vielleicht kannst du vorher einfach gehen und wir treffen uns draußen. Ich verwandle euch in Frösche. Aber draußen, oder? Damit wir nicht im Haus rumhüpfen. Du doofe Kuh. Hey, gleich unpersönlich werden. Warte mal. Soll das ein Zauberstab sein? Entschuldigung, Mrs. Hexenlady, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Marshmallow an einem Stock ist. Ich glaube, du kannst uns gar nicht verwandeln. Das reicht nicht in Frösche. Das ist mein magischer Zauberstab. Oh, dachte ich mir nämlich. Dann, verdammt. Siehst du, Gwenny, kein Grund zur Sorge. Oh, und da ist sie verschwunden. Wahrscheinlich war es ihr peinlich, aber wir müssen echt mal dran denken, hier die Tür abgeschlossen zu halten. Keine Ahnung, wer die immer aufmacht. Naja, wie dem auch sei. Hast du Lust, was zu spielen? Oh ja, das war echt knapp. Ah, mach dir keinen Kopf. Warte mal, da liegt was auf dem Boden. Großes Buch der Zaubertränke. Guck mal hier. Wir brauchen nur... Oh, hier, 7 Kröten. Deswegen wollte die uns in Kröten verwandeln, damit wir hier den großen Unverwundbarkeitszauber machen können. Oh mein Gott. Hast du Lust, ein paar Kröten zu sammeln? Und was brauchen wir hier noch? Feenstaub, ein bisschen Sonnenstrahlen vom ersten Tag des Monats? Okay, keine Ahnung, wie wir die einsammeln sollen. Und wo sollen wir das herbekommen? Es gibt sicher irgendwo einen Hexereibedarf. Guck mal hier, Mondblumen. Denkst du, die gibt's nur auf dem Mond? Ich hoffe nicht. Na komm, lass uns einkaufen gehen. Na gut. Wir kommen nachher wieder, Mr. Gespenst. Okay. Wo denkst du, ist der nächste Hexereibedarf? Wahrscheinlich neben dem Eisladen, oder? Kann gut sein. Tag 99. Ist dir auch irgendwie warm? Ja, machst du da hinten irgendwas? Nee, du waschst dir nur die Hände. Vielleicht ist doch der Ofen vom Pancakes machen so warm. Komisch, vielleicht? Oh, Feuergeist. Hä? Oh, was? Hi! Wo sind meine Pancakes? Sorry, wir wussten nicht, dass du vorbeikommst. Ihr habt mir keine gemacht, tut uns leid. Ihr seid so gemein. Brenn euer Haus nieder. Bist du erkältet? Keine Pancakes! Benni, das langsam wird's nervig. Aber nur noch ein Tag. Heute ist Tag 99, wir haben's gleich geschafft. Alles wird brennen! Aha, ja. Vielleicht kannst du morgen wiederkommen und unser Haus niederbrennen? Heute ist einfach nicht so gut vom Timing her. Aber morgen wäre super. Das ist mir zu doof. Ich gehe duschen. Okay, mach das. Ihr sollt Angst haben. Oh, Stromausfall. Ah! Gwenny, was tut... Nein, warte. Feuergeist? Dunkel! Ja, alles gut. Ich gehe ja schon zum Sicherungskasten. Chill mal. Ich habe Angst. Gwenny, alles gut. Der Feuergeist ist weggerannt wegen dem Stromausfall. Hat wohl Angst im Dunkeln oder so. Die sind doch echt alle verrückt. Naja, machst du nichts. Ich fix mal unseren Strom. Tag 100. Oh mein Gott, Tag 100, wir haben es geschafft, wir können endlich unseren Preis abholen.
Oh, draußen ist Bärwetter schon seit Tagen. Der Typ steht immer noch da draußen. Welcher Typ? Meinst du den Feuergeist? Nein, oder? Doch. Ist der einfach jetzt vorm Haus? Warte, lass mich auch mal gucken. Ja, Tatsache, der steht da unten. Ja, der steht im Regen. Was für ein Idiot. Pff. Ohne Mist, das schlechteste verfluchte Haus aller Zeiten. Ich habe mir echt Sachen gruseliger vorgestellt. Da kannst du nicht mal einen Horrorfilm mitdrehen mit den Sachen, die hier passiert sind. Aber wir haben es echt geschafft. Ja, kannst du das glauben? Und jetzt können wir das größte Haus kaufen, was wir uns jemals leisten können. Wir kriegen 1 Million Euro. Okay, pack du die Sachen. Ich renn schon mal zum Rathaus und hol unsere Prämie. Oh mein Gott, wie aufregend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich habe noch nie so viel Geld besessen. Hi, Mr. Gespenst. Ich bin heute ausgezogen. Also, wir beide ziehen heute aus. Viel Spaß mit deinen neuen Bewohnern. Vielleicht kannst du dich mit dem Feuergeist anfreunden. Ich glaube, der steht noch vor der Tür. Vielleicht wartet er auf dich. Mach's gut. Tschüss. Hallo, darf ich reinkommen? Ronja, Gratulation. Yes, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 1 Million Euro. Ich würde ja gerne meinen Preis abholen und in ein weniger verfluchtes Haus ziehen. Ja, na klar. Ach. Oh mein Gott, danke schön. 1 Million Euro. Ihr habt das toll gemacht. Ich kann es kaum erwarten. Das muss ich unbedingt der Granny erzählen. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir einen Kommentar, was ihr am besten fandet, beziehungsweise was ihr als nächstes noch so sehen möchtet. Dann kann ich vielleicht gucken, ob ich Inspiration kriege und auch machen kann, was ihr so vorschlägt. Falls ihr neu seid und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Ich poste jeden einzelnen Tag. Und yes, bis zum nächsten Mal. Tschüss!